Dann begrüße ich erstmal auf YouTube zu einer neuen Folge One Piece Odyssey auf meinem YouTube-Channel. Da liegt was, das holen wir uns gleich mal ganz kurz. Geht das nochmal einsammeln? Oh, das war's nicht. Wir gehen nochmal einsammeln. Ah ja. Flammennase und Käferpanzer. Okay. Cool, ey, da ist noch eine Truhe. Das habe ich alles gar nicht gesehen. Und das will ich kaputt hauen. So. Habe ich aus Versehen hier die Legende eingeblendet. Aber es macht nichts. Oder? Die Musik ist sehr episch. Ein Abzeichen, Mumm 42. Warte mal. Wie war nochmal ausrüsten hier, ne? Können wir ihm nicht so eins auch anlegen? Oder... Hier, Mumm 42. Ach, das ist so ein ganzes. Hat das schon irgendwer? Wir haben das bloß schon zweimal. Guck mal. Das könnten wir aber für Frankie aufsparen. So, der fehlt uns nämlich noch. Okay, gut. Let's go. Ach, wie war denn das noch gleich? Aber er scheint gut gegen die zu sein. Sieht nicht schlecht aus jetzt hier. Dann greif mal an. Ha! Oh, stimmt, das war ja hier so cool. Ich liebe das. Schon besiegt? Nee, ich wollte schon sagen. Okay, warte. Sieht doof aus. Ja, dann machen wir Mirage-Tempo auf sich selbst. Ach, Sanji. So. Mal Angriff. Der Angriff ausreicht? Nee, der lebt noch. Oha. Ha, verfehlt. Aber wir können... Warte mal. War der schwach gegen Gummibärchen? Ja, war er. Oh, schön. Herrlich. Ich liebe das so. Das ist mit Lissab meine... Genau. Das ist definitiv meine Lieblingsattacke mit Lissab. Herrlich. So. Okay. Wie kommt man laufen? Warte mal. Irgendwo ging doch laufen. Ja. Nee, das nicht. Hier. Das war auch nicht viel schneller. Gut. Wir sollten hier... Wir müssen den Strom erstmal abschalten, ne? So war das ja, glaube ich. Und da hatten wir ja aufgehört letztes Mal. So. Haben wir jetzt rein theoretisch einen Vorteil? Ja, oder? Wurde aber nichts gesagt, also wahrscheinlich nicht. Entschuldigung. Das stimmt. Hat er gerade gesagt, er ist schlecht im Aufgeben. Luffy, ja, auf jeden Fall. Wir machen mal wieder Mirage-Tempo. Wir könnten sie ja wieder austauschen. Irgendwie kommt man doch austauschen, ne? Die Charaktere, ich weiß das schon gar nicht mehr. Wie ging denn austauschen? Hier, Kampfcrew ändern. So ging das. Wir könnten mal Zorro reinholen? Wäre Zorro gut, eventuell. Warte mal. Ha, der ist gut gegen den. Perfekt. Dann mach den mal kaputt. Das komische Eichhörnchen. Kann... Der ist auch schwach gegen... Die sind ja alle schwach gegen Lissabs Gummibändchen. Perfekt. Aber... wie kann denn das was abziehen? Wie? Ach cool, da greift er auch mal an. Oh Wunder, oh Wunder. Endlich erweist er sich mal als nützlich. Okay. Hier müssen wir untersuchen. Aber erstmal machen wir ein bisschen Zeug kaputt. Ach, so wäre so ein Gelee-Stein. Oh, da können wir mit Chopper durch. Aber wir werden das erstmal untersuchen, weil wahrscheinlich müssen wir sowieso lang. Das Licht. Weil. Und da das Licht immer noch an ist, befinden sie sich oben noch mehr Geräte, oder? Hahaha, vermutlich hast du recht. Ja, ja, wir gehen mal mit Chopper rein.
Ja, Chopper. Ach so cute. Oh, Chopper ist so cute, Mann. Ich lauf ein bisschen. Ich lauf einfach mal ein bisschen mit Chopper weiter, weil er ist einfach so süß. Ich liebe ihn. Oh, ja, cool. Erhöhte kritische Treffer. Nice. Dead. Oh, Alter. Und damit hätten wir den ja zweimal gekillt. Ein Vitalapfel, schön. Und was ist das hier? Kann man es auch kaputt machen? Ja. Noch ein Vitalapfel. Oh. Ganz willst du kaputt machen. Ich würde kein springen können. Eine Ranke, wollte er gerade sagen. Ich habe Zorro unterbrochen. Ich würde sie mal. Obwohl, ich glaube, sie ist gut gegen den, ne? Ja, nice. Nice, Nami, sehr schön. Niemand hat auf dich abgesehen, der hat auf Nami geguckt. Der Blutsauger. Ach, Lysop. So. Ranken. Das hatte nämlich Zorro gerade schon angemerkt. Bevor wir den Kampf hatten. Gut. Stimmt, Chopper ist ja der einzige Heiler. Das heißt, aber das Gute ist, wir haben ja so viele Vitaläpfel. Wie viele haben wir eigentlich schon? Oh, 16. Nice. Da ist noch was drunter. Oh ja! Oh, ein Würfelfragment von Zorro. Cool. Wie geht das hier nochmal? Genau. So. Nee, Würfel. Das ist Ausrüstung. Wo sind die Würfelfragmente? Da müssen wir auf die Crew gehen, oder? Irgendwie? Verbessern. Hier. Genau, okay. Gehen wir in dem hier schon mal. Wie ging springen? Ah, wir können doch springen. Du kannst wohl nicht. Chopper? Okay, Chopper kann wohl nicht. Pass mal auf. Dann müssen wir. Wir gehen nochmal austauschen, oh Gott. Ist er jetzt. Wieder Captain. Wie ging das denn doch mal? Ah ja. So war das. Dann können wir nämlich hier uns einfach dranhängeln. Sind wir schon ganz oben eigentlich? Ja. Was? Da ist so ein Schalterding. Ach so. Switchi no Yatsu, sagte er. Ach so, okay. Das hat er schon gesehen. Weil er einfach Augen im Hinterkopf hat. Grundgesteinsalz. Ein Energieapfel. Und was ist da noch drin? Eine Essigblume. Mhm. Haben wir die schon mal gehabt, die Essigblume? Ich weiß es nicht. Aromakraut? I don't know. Sanjis Würfelfragment. Ja. Ist cool, dass wir das alles so... Ey, cool, wir haben Berry gefunden. Warte, wir machen das Ding erstmal aus, ne? Dann gehen wir runter.
Okay, und jetzt? Haben wir jetzt irgendwas gebracht? Natürlich ist hier ein Schalter. Die Lichtwand wird dünner. Okay, haben wir das zumindest schon mal geschafft. Können wir das hier runter machen? Können wir das... Okay. Oh, wo sind wir denn jetzt hier? Goldfledermausflügel. Ach, hier ging es einfach nochmal runter. Ach so. Yeah, Geld. Nice. Okay, ich hab drauf gedrückt. Ist das nicht derselbe wie der, den wir am Strand gesehen haben? Nein. Er wurde vom Feuerkoloss angegriffen. Der hier ist anders. Ja, der ist aus Elektrizität, würde ich jetzt mal vermuten. Der sieht doch anders aus. Okay. Schnell weg damit. Haben wir ihn noch schon wieder. Sonst tauschen wir sie auch mal aus, komm. Der ist jedenfalls nicht schwach gegen Schnelligkeit, das heißt, wir nehmen mal Robin rein. So, weg. Okay, dann andere Seite. Noch aufmachen. Oder ausmachen, nicht aufmachen. Also im Prinzip machen wir ja auf, ja. Aber aus. Den Strom. Die Stromzufuhr. Kappen. So, war das kein Problem. Wir machen mal eine Fähigkeit. Mach mal Onigiri. Ich mag Onigiri. Das ist ein epischer Tod für das Teil. Wir granten ihm einen epischen Tod. So. Ey, wenn ihr überall Geld. Irgendwann müsst ihr doch mal irgendwas kaufen können. Lul. Vitalapfel. Wieso nehmen wir eigentlich nur den... Kühlchen drauf. Wieso nehmen wir eigentlich nur den Vitalapfel mit? Da ist haufenweise cooles Zeug drin. Warum nimmst du das nicht mit? Nami, warum nimmst du das nicht mit? Das verstehe ich jetzt nicht. Da schnell eins drauf. Ja, einen blauen Ziegel. Okay. Eine komische Sache. Sieht nicht so aus, als könnten wir da hochklettern. Was hat das mit dem Loch an in der Decke auf sich? Kommt der Koloss etwa da rein? Ja, vielleicht. Allerdings sieht man draußen trotzdem fast nie einen Koloss. Okay. Die Tür braucht jetzt wahrscheinlich Strom, hm? Warte, ich drück nochmal. Sind nämlich beide Türen auf. Hahaha. Muhaha. Und wir haben das gleich ein bisschen ausgeschalten. Perfekt. Das Licht um den Koloss herum wird schwächer. Aber was ist das für eine Lichtwand? Beschützt sie den Koloss? Oder hält sie ihn gefangen? Das weißt du doch garantiert. Typ. Ich traue ihm nicht. Ich traue ihm einfach nicht. Wir haben ihn zwar im Team, aber ich traue ihm nicht. Das ist wieder so ein Dingens. Das nehmen wir. Kämpfen! Gegen den komischen Hirschkäfer da. Autsch, ey.
切りがいのありそうな相手だ。 Und weg, Alter, und tot. Pulverkugel gegen den da. Schön. Okay, der ist weg. Nehmen wir erstmal das Ding mit. Sorus-Würfel-Fragment schon wieder. Cool, das haben wir auch fast voll. Was machen wir hier mit? Nicht. Ist einfach da. Und jetzt? Oh, ach so. Ah. Also nein, ich will da hin. Ja, wir haben einen sehr nützlichen Körper, das ist richtig. So. Nehmen wir natürlich trotzdem jetzt, weil hier alles versteckt ist. Elektroglühwürmchen. Und eine schwere Essigblume. Gut, dann gehen wir mal hier rein. Und Glückskraut. Wir holen uns erstmal alles Zeug, bevor wir den da ausmachen. Goldgelee. Okay. Dann machen wir den mal aus. Gut, die Lichtwand wird schwächer. Was bedeutet, dass wir bald dem Koloss dieser Ruinen begegnen werden? Ehrlich gesagt, will ich das gar nicht. Das müsste die letzte gewesen sein. Dann stellen wir uns mal dem Koloss dieser Ruinen. Ja, der wird ja noch nicht so schwer sein. Nicht so wie dieser riesenhafte Feuerkoloss. Dann können wir hier eigentlich runterspringen? Geht das? Nee, oh, Manu. Gucken wir hier halt runter. Das geht wenigstens. Wieso sind die respawned? Haben die mich gerade schon gekillt? Kann sie auf mehrere? Ja, geil, oder? Geht das auf mehrere jetzt eigentlich? Auf alle? Nee, nee. Doch, cool. Einer lebt noch. So, der ist weg. So, der ist auch weg. Perfekt. Okay, Zorro ist nicht zufrieden mit dem Ort. Also, wahrscheinlich sind ihm zu wenig Gegner da, I don't know. Er trainiert sowieso immer so gerne. Von daher ist es halt Zorro. So, jetzt haben wir noch dieses komische Ding da. Schlaf mal schön. Sehr schön. Da können wir nochmal kurz speichern. Wir gehen nochmal speichern. So einfach, ne? Ist das jetzt gespeichert auch? Ah ne, wir müssen noch. Okay. Dann sind wir auch gleich geheilt, das ist perfekt. Für den Endboss ist das super. Auf zum Endboss. Und Endbosskampf. Ach, Lissab, du Pisser.
Alter. So. Das sind stärker. Das hier ist stärker, ne? Das mal. Oh, genau, schon gut was abgezogen. Fast die Hälfte. Hallo. Wow. Oh, fuck. Oh, wenigstens bist du nicht gelähmt. Ah, oh, Zorro, danke. Sorry. Ich stand gerade, ich soll noch meine Ausdrucksweise achten, es tut mir leid. So. Was war hier stärker? Onigiri. Was? Oh! Ach, wir sollen ihn mit Luffy besiegen. Okay, alles klar. Oh gut, er kann Heilung, nice. Dankeschön. Alter, wie ist das nicht? Alter, das hat gerade... Es hat gerade einfach nur einen abgezogen. Das ist so gut. So. Dann machen wir einfach nochmal gucken, Bazooka. Vielleicht ist dann der Tod daher. Na bitte. Cool. Kaminari nara kikane. Ano kyozo o taoseru to wa. Cool, wir haben einen Würfel mit Auszeichnung des Donnerkolosses erhalten. Sehr schön. Und die Kraft des Donnerkolosses. Okay, ist das wieder was zum Ausrüsten? Wahrscheinlich, hm? Leider ja, nur weil Zorro das, na, Zorro dachte, das konnte. Also nicht, dass Zorro auch derjenige welche sein soll. Naja. Ach, besorgt. Okay, besiegt.大丈夫か長花君よ。すまねえ。アディオ、褒めすげえな。ははは、そういえば言い忘れてたな。俺はコテコテの身の能力者。このコテコテで掴めるものなら何でも受け止めたり動かすことができる。見ての通り、雷でさえ掴めりゃこんなもんだ。最も 生きてるものは掴めねえよな。それに洞窟の入り口の雷撃のように無数に落とされると対処できねえ。<笑>腕は2本しかねえからな。だが俺の視界に飛来する攻撃ならことごとく防いでみせるぜ。そう、俺が一緒の時は攻撃に全力を注いで構わない。全員俺が守ってやるさ。 助かったぜ、アディオ。お前には俺も一目置いてたんだよ。ああ、体を張って仲間を助けるのを確かに見た。うさんくせえ野郎だと疑っちまってた。悪かったな。<笑>気にするなよ。リムが迷惑をかけた詫びの代わりさ。ん？なんだ？こいつは。どうした、アディオ？ Luffy ist irgendwie manchmal auch echt cute. Adio hat Lysop Nagahana-kun genannt. Nice! Also wirklich halt, stand halt auch da Langnase, ne? Also. So cool. Haha, schön. So, wir haben den Kern des Donnerklosses erhalten. Wofür der wohl gut sein soll später? Der East Blue, einer der Bereiche des Viermeeres. Durch das durch. Das schaffe ich nie zu lesen, das ist zu schnell. Oh.
Ach, na klar. Der sieht ganz schön dolle blass aus, oder? Sieht am Anime auch so blass aus? Smoker? Wie viele Kolosse gibt es? Vier oder was? Sieht zumindest so aus, weil ein Schiff liegt und zwei, drei sind noch da. Okay, also offensichtlich wirklich zu Hause raus zurück, okay. Heißt das jetzt, dass wir im Begriff sind, den letzten Endboss erst aufzuwecken? Weil wir einfach dumm sind oder so? Oder liegt was? Was will ich haben? Können wir da hoch? Somehow? Oh, warte, nein, hier springen wir. Können wir da irgendwie hin? Ha, nee, ah, fuck. Ah, wir können es mit Luffy holen. Warte, wir müssen nur da nochmal hin. Ein Schneestein, achso. Eine Giftkastanie. Ich will endlich mal kochen können. Wir können 100% noch was kochen mit Sanji. Hey, von da unten sind wir gekommen. Das ist richtig. Ob wir mal zurückgucken sollten, ob wir zu Franky kommen? Mal gucken. Hier haben wir schon geguckt, hier können wir nochmal speichern. Können wir hier runterspringen? Bestimmt nicht. Das ist wahrscheinlich zu hoch. Oh, warte hier. Dann geht's wieder runter. Da liegt wieder überall Zeug. Cool. こんなの体に戻るの？そうだな。こんなのどうやって体に戻すの？さあな。俺もキューブが戻るところは見たことがねえからな。食うのかな？こんな量食えねえぞ。それにあんまりうまそうじゃねえな。さすがに食わねえと思うぞ。とにかく一度戻りましょう。考えるのそれからよ。ああ、süß, ob man die essen muss, aber wir haben doch schon einen gefunden gehabt. Das war doch einfach, der ist doch dann in Luffy einfach reingegangen wieder. Irgendwie, da, die muss man doch nicht essen. Ja, wir haben doch schon einen gefunden. Warum fragt ihr euch dann, wie man die Kraft dadurch wiederkriegt? Also war mir zumindest so, dass das auch so ein großer Würfel war, aber okay. Weg mit dir. Du brauchst das Ledermaus. Oh, süß, die Erfahrungspunkte. Wenn du es überlegst, wir haben eben gerade beim Endboss 6000 Erfahrungspunkte bekommen und hier 100. Oh, wie niedlich. Das ist ja nichts. So, warte. Nee, oh, cool, ja, da kannst du natürlich auch hoch, aber nee. Ich will da runter. Ja, nicht Ototo. Geh doch runter. Meine Güte. Ah, es sind mehrere. Machen wir gar nicht alle fertig. Let's go. Alle gemeinsam. Einfach mit ihrem verlängerten Arm verprügelt. Was haben wir? Sieger. Okay, hä? Was genau ist das? Ach, 50 Kämpfe gewonnen. Ach, cool. So, dann dahin. Gibt's ja auch was zum Einsammeln nochmal? Tatsächlich, da ist was. Wo muss das natürlich? Ist ja klar. Ja, und ist da noch was, oder? Wozu können wir das doch kaputt machen? Ist ja doof. Ah, guck mal. Können wir mal mitnehmen. Achso, das stimmt, diese Parfums.
の程度なら俺に任せろ。Zurückkämpfen nur gegen dieses Viech da, aber ich glaube, egal ob der jetzt nur schwach dagegen ist, weil Zoro stark genug, der kann ihn mit einem Schlag killen. Oh boy. Wie soll das gegangen sein einfach? Nee, nicht. Mach was. Geht gegen beide. Ja, ich würde gerne Essen kochen. Irgendwie muss das doch gehen. Und Gesteinsalz. Wir haben schon ganz viel Sachen zum Kochen. Wir kochen. Es geht garantiert, geht das. Bin mir sehr sicher. Weil, ich meine, sonst würden wir das nicht finden. Schälkraut. Können wir uns noch mal ein bisschen umgucken. Siege ein Eisler-Dingens bezogen. Okay. Das ist kein Problem. Dann mal los. Ich mache erstmal das auf euch. Können wir nicht wem anders noch angreifen? Wie ging denn das noch gleich? Ah ja. Doch, das ist direkt mit Zoro. Nice. Was? So viel haben wir dazu bekommen? Ich wusste gar nicht, dass man so viele extra Erfahrungspunkte bekommt. Krass. Ich dachte jetzt gerade diese 50, also dass wir irgendwie 100 bekommen hätten und die 50 wären extra gewesen. Ah, 950? Sehr heftig. Na, dann lohnt es sich ja definitiv immer, die extra Erfahrungspunkte Sachen da zu machen. Ich sehe gerade, ich glaube, mein Avatar ist ein bisschen im Weg, ne? Wegen der Karte. Vielleicht soll ich den mal noch an die andere Seite verfrachten. Mach den mal tot. Kann ich mal hier ganz kurz so den an die andere Seite setzen? Mache ich hier noch kurz so. Perfekt. So. Gut. Ganz kurz geändert. Dann störe ich auch nicht mehr bei der Karte. Okay. Können wir die mitnehmen? Ja, ne? Die Pilze da. Oh, wurden wir jetzt von den... Aber eigentlich nicht, ne? Ich wollte schon sagen. Ich hab extra nochmal umgedreht. Aber die Musik ist anders. Warum? Au, arme Robin, nein! Ah, oh, ja, okay, cool. Okay, so viel hat jetzt nicht abgezogen. Ja, ja, Usopp. So, die haben wir mitgenommen. Ein paar Pilze, glaube ich. Dann können wir den noch erledigen. Können wir auch noch was kriegen? Nein, das ist sowas. Können wir nicht hoch, ne? Komm, den nehmen wir noch mit. Die machen wir noch alle. Das sind alles Erfahrungspunkte. Die können wir alle mitnehmen. Gomu Gomu no Gatoringa!
Und ich meine, die ziehen uns mitunter jetzt nur noch ein HP ab. Das heißt, wir sind sowieso schon zu stark für die Gegner. Ich meine, eigentlich wäre der sogar stark gegen ihre Angriffe gewesen. So. Okay. Ah, da oben liegt noch was rum. Verwirrungsblüte. Da ist auch noch was. Das will ich auch noch haben. Ist hier noch irgendwas? Ich höre doch irgendwas hier rumlaufen. Der ist das. Ah, okay. Na gut. それにしてもさっきの以降随分雷の研究が進んでいたわね。そう、ウェザリアで学んできたナミがそう言うなんて相当ね。その研究の結果あの巨像が作られたってわけか。ええ、多分ね。とんでもない技術だわ。 Da müssen wir doch 100 auch mal gegen Kemuri kämpfen. Der ist doch gerade aufgekreuzt. Der ist doch nicht ohne Grund jetzt aufgetaucht. Ich meine, die sollen wahrscheinlich von der Regierung aus nach dem Rechten sehen, aber wir werden 100 pro noch gegen ihn kämpfen. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Ach, das wird dann auf der Karte gezeigt. Cool. Das freie Gebiet von Luffy? Was, hä? Ah, okay, hä? Das kriegt Luffy alleine hin. Das kriegen wir doch alleine hin. Vor allem bevor Luffy fällt, ne? Das kriegen die nie im Leben hin. Wenn die uns immer nur einen abziehen, da brauchen die ja ewig, bis die uns erledigt haben. Vorher haben wir die dreimal getötet. Nein, fünfmal. Zehnmal. Keine Ahnung. So. Sanji! Meiji! Sanji ist nicht da. Naja, doch, eigentlich schon. Aber nicht im Kampf, Team. Die tanzen nur im Pilz rum. Hä? Was machen die da? Sie sagen, Feiern inmitten von Pilzen macht so viel Spaß. Also, was soll das heißen? Na, dass die tanzen und feiern inmitten von Pilzen? Warte mal, da konnten wir da oben da bestimmt auch was Neues rauskriegen, oder? Da dürfen wir bestimmt nicht langlaufen, wenn ich das langlaufen will. Achso, das ist schon wieder so ein Gorilla, stimmt. Die pennen, ja. Wir dürfen bestimmt nicht langlaufen. Ich probier's mal. Ich glaube, wir können langlaufen. Spannend, dass wir nicht mehr aufgehalten werden. Ah, komm, vielleicht noch. Und ja, let's go. Autsch. Die armen Viechlis. Cool, dann können wir uns ja endlich mal ein bisschen umgucken. Das sind Pilze, aber da können wir nichts einsammeln. Aber da war was. Warte mal, ich will erstmal kurz die Fledermaus erledigen. Renner von einer Runde. Okay, mach mal. Okay. Aber innerhalb von einer Runde. Aber kann ich... Warte mal. Kann ich dann den angreifen? Weil du hast die Bronzefledermaus. Ist das die Bronzefledermaus? Nee, nee. Wo ist denn... Hä? Wo sind die? Ist das Bronzefledermaus? Okay, warte mal. Doch, das ist doch die Bronzefledermaus. Warte.
So erledigt. Alter, ein. Wie viel Bonus es einfach gibt. Okay, warte mal, hier war irgendwas versteckt. Nehmen wir mal mit. Ein Bobo-Vogelei. Haben wir aber schon mal gefunden. Kamen wir von hier? Geht das? Hier geht's zu unserem Schiffli, oder? Ja, da, tatsächlich. Wir können da mal hinlaufen und gucken, ob Frankie noch lebt. Wenn wir überhaupt interagieren können. Können wir mal schauen. Okay, jetzt kommen die ganzen Teile nochmal. Da waren wir bald schon. Hey, da ist jetzt ein Gegner. Okay, cool. Yeah, kriegt der Schleifer. Das heißt, wir haben wieder einen Vorteil. So. Na dann mal los. Ich habe einen Riegel bekommen. Den kann ich ja gleich mal essen. Erst mal gucken, ob wir Frankie erreichen können. Wahrscheinlich nicht. Schon wieder ein Vorteil. Nice. Aber sie ist leider... Hat jeder diesen Vorteil? Ich weiß nicht, ob das... Aber ich werde sie mal austauschen. Wir holen uns mal Sanji rein. Kann der auch auf mehrere? Nee. Oh, fehlt nur noch der eine bei Sanji. Rette mal Sanji, Zoro. Okay, ich glaube, wir können mit Frankie gerade, oder? Der ist doch... Aber... Ach, warte doch, nee, stimmt. Frankie hat ja keine Teufelsfrucht gegessen. Das heißt, er kann ja durchs Wasser. Ist er dann wirklich gerade auch am Schiff, oder? Weil sie tut man natürlich jetzt nichts. Ob der am Schiff wohl ist? Also hier ist er jedenfalls nirgendwo. Na gut, dann laufen wir mal... Ey, da liegt so ein Ding. Und das hier nochmal gucken. Da ist so ein Würfelfragment. Das nehmen wir gleich mal mit. Eins von Zorro. Ha, ist das auch vollkommen stark. Nice. Oh, da müssen wir nochmal hier hinten lang laufen, weil vielleicht können wir da hinten ja jetzt auch eins finden, noch welche finden. Da müssen wir natürlich umgucken, ob wir da auch Würfelfragmente finden können. Das ist natürlich klar. Vielleicht kümmert er sich ja schon um die Reparatur. Ja, hatte er, glaube ich, auch gesagt, aber... Ich hätte es auch cool gefunden, wenn man ihn gesehen hätte, aber... Ja. Die Frage ist... Wie kann er sich darum kümmern? Ich meine, das Schiff ist unter Wasser. Das ist ja halt die Frage, wie er sich dann darum kümmert. Um die Reparatur. Na gut, er ist ein Cyborg. Er braucht wahrscheinlich unter Wasser keine Luft, aber... Who knows? Okay, hier ist sonst kein Würfelfragment. Können wir den... Warte, ich wollte ihn eigentlich schlagen. Okay, angreifen. Bam, weg mit dem Vieh. Okay.
Wie viel Berry haben wir eigentlich schon gesammelt? Können wir das irgendwo einsehen? Warte mal. Boah, wir haben schon 216.000 Berry. Na, das... Da lacht doch Namis Herz, glaube ich. Schauen wir da rein. Wenn wir uns schon wieder umgucken können. Kleine Löcher, Jabba passt unterwegs. Und den Dungeon zu kleine Löcher. Das haben wir schon rausgefunden. Aber danke, Spiel, für die Information. Ich muss halt nochmal langlaufen, weil wie gesagt, vielleicht sind hier jetzt auch Würfelfragmente, weil eben war ja zumindest eins. Da unten können wir nicht zufällig. Da! Ha! Ein Würfelfragment von Luffy gefunden. Ist da hinten auch eins? Kann man das sehen irgendwie? Ne, es ist nur irgendein Item, aber wie gesagt, wer weiß. Wir können auf jeden Fall, können wir von Luffy was verbessern? Ja. Cool. Jetzt ist die Gummipistole auch vollkommen wieder ausgelernt, verstärkt, keine Ahnung. So. Da ist nichts weiter. Müssen wir mal noch achten, ob das hier irgendwo rumliegt. Wir können sowas hier holen. Schrott. Stimmt, Schrott ist doch gut für Frankie. Aber wie genau bringen wir ihm den Schrott denn? Das wäre jetzt meine Frage. Okay, jetzt mal schon mal wieder hier. Da ist nicht so zufällig. Doch, da tatsächlich. Die liegen ja wirklich irgendwo rum. Von Sanji. Krass. Rauchschuppe. Okay. Lustige Sachen gibt's. Hier oben kann ja auch sowas liegen. Wer weiß. Haben wir auf jeden Fall schon einige gefunden. Oh, hier können wir jetzt mal hinrennen. Aber sowas von rennen wir da jetzt mal hin. Warte, wir holen erstmal das hier. Eine Kokobanane. Schön. So, dann laufen wir jetzt lang, hallo? Kann ich mich endlich mal umgucken? Jetzt hält uns Sanji nicht auf. Schiffswrackstrand. Cool, da gucken wir uns jetzt mal um. Da ist nämlich auch so ein Fragment. Ha! Okay. Haben wir die drei alle bei uns? Dann sind die gleich alle weg. Und weg. Yarna, Luffy. Okay. Wie können wir auf unsere Karte gucken? Können wir irgendwie. Huch, nee. Habe ich jetzt ein Foto gemacht? Ah, ich mache mal so viele Fotos irgendwie, obwohl ich gar nicht will. Können wir irgendwie auf die Karte irgendwo gucken? Hier. Meine Frage. Warte mal, ich würde gerne rauszoomen. Okay, wir haben auch schon relativ viel erkundet, ne? Ja, naja. Warte, ja, einfach das hier kaputt. Oh, da ist was. Eine Baummelone. Was nehmen wir mit? Schon wieder von Luffy. Aber ich hab dem haben wir schon alles gerade gegeben, ne? Der braucht, muss erstmal was Neues lernen. So, Truhe, erstmal sein Gegner. Doch ist aber da hinten. Warte mal, ich will mal Zorro. Der hat irgendwie gerade, bei ihm war das. Mach den mal fertig. Und das, obwohl er schwach gegen das Vieh ist. Yarna, Luffy. Okay. Hey, Berry. Und Essigblumen. Ich will was kochen. Wow, was? 28.000 Berry. Können wir da hochspringen? Ich will da hoch.
Komm schon, das Kater, kommst du doch hoch. Ach, komm schon. Mann, hier da hoch. Ist da noch irgendwas Schönes irgendwo? Schade. Menno. Ich wollte da hoch. Vielleicht hätten wir dieses Schiff benutzen können, um unser Schiff zu reparieren. Suchen wir mal noch ein paar Würfelfragmente hier in der Umgebung. Und besiegen mal dabei ein paar Gegner. Kämpfen wir gegen einen? Haben wir nur einen? Nee, wir haben zwei. Dann weg mit denen. Weggekickt. Ja, ja, Sanji. Ah, oh, da war noch ein Würfelfragment. Guck mal, kommen wir da von hier ran? Nee, das sind wir zu weit weg, da müssen wir einmal rumlaufen. Das visiert er nicht an, okay. Laufen wir da mal kurz hin. Holen wir uns das. Können wir hier auch was finden? Ist ja auch eins eventuell. Ich würde da gerne rüber. Kann man da nicht rüber? Ah, da kann man doch bestimmt rüber eigentlich, oder? Da geht's doch durch. Hier geht's nicht, okay. Ich dachte, da geht's vielleicht irgendwo hin. Warte mal, ich möchte mal kurz gucken. Wo war denn der? Kommt der noch? Hä? Wo ist das Würfelfragment gewesen? War das da hinten? Irgendwie? Ah, hier. Na komm. Hä? Jetzt ging's. Okay. Und Zorro, ich glaube, der hat auch gerade alles ausgelernt, oder? Ja. So. Ein bisschen Schrot. Können wir da auch was finden? Oh ja. Sanji. Hat auch gerade alles gelernt. Können wir auch nochmal von anderen Charakteren was finden? Vielleicht. Wir haben noch ein paar Leute mehr in der Crew. Die wollen auch ihre Fähigkeiten wieder vollständig einsetzen können. Ja, kannst du gehen mehr. Kannst du reingehen mehrere. Menno. So, dann gehen wir auf ihn. Der hat auch leider gerade jemanden. Zorro kann auch hier auch mehrere, ne? Doch, kann er. Oh. Au, Alter. Das arme, komische Eichhörnchen. Okay. Mal hier rein, ob wir hier was finden können. Muss ja in der Nähe sein. Da hinten vielleicht noch was ist. Mal gucken. Warte mal, hier. Nehmen wir erstmal mit. Ich frage mich, warte mal. Ich will mal gerade mit Robin laufen. Ich will mal wissen, ob die auch, die kann, glaube ich, gar nicht weit, ne? Pass auf, nee, Gott, da müssen wir mit Luffy laufen. Rein drittisch könnte sie ja eigentlich auch, ne? Wegen ihrer Teufelskraftfähigkeit eigentlich? Ja, du machst es aber nicht, es macht wieder Zorro. Der hat leider auch gerade ein Viech. Verdammt, na gut. Warte mal, könnten wir... Wir können doch eigentlich mit ihm... Warte mal. Ne, das muss aber im selben Bereich sein. Aber mit... Naja, ihm können wir in einen anderen Bereich. Ich
Cool. Sehr nice. Sehr gut, Sanji. Okay, warte mal, ich werde mal kurz wieder... Oh, warte, geht das? Geht nicht, ne? Sie... Ach, natürlich. Schlummerfalter, cool. Warum muss sie sich denn bücken? Sie hat doch auch eine coole Teufelskraft. Ich will den kaputt machen. Mano, ich will die Echse. Wo können wir denn lang? Überall, warte mal. Karte, please. Eine Karte. Gibt es noch zwei Wege? Ich lauf erstmal da hoch. Da ist nur so ein Viech. Hier könnten wir uns wieder zurückhängen. Tatsächlich zum Anfang. Das ist nachher eine gute Abkürzung. Warte, wir laufen erstmal hier hin. Hier war sowieso irgendwo ein Speicherpoint. Und eine Truhe. Ach, da hinten. Haha. Von Lysop. Na super. Endlich mal wer anders. Was ist dies? King Kong Gartentafel erhalten. Oh, okay. Was heißt das? Was heißt denn das, dass wir die Tafel erhalten? Es sind sogar zwei Truhen. Coole Sache. Gut, dass wir hier nochmal hergekommen sind. Einen Vitalapfel. Oha. Und Sanjis Würfelfragment. Nudeln mit Grundsteinsalz. Ein richtiges Gericht haben wir gefunden? Cool. Wo sind das Nudeln? Nom. Das sieht lecker aus. Dann laufen wir noch die anderen beiden Wege lang und dann gehen wir halt zurück zu Adios Haus. Dann haben wir auch soweit alles durchsucht. Warte, wo kamen wir her? Nein! Ich will das nicht fotografieren, Mann. Warte, von da unten kamen wir. Das heißt, wir laufen mal hier oben weiter. Hier geht's auch zu dem da, wo der Affe war. Oh. Da kann sie runterfallen? Echt, das geht? Aber hier ist nichts zum Holen. Man kann hier auch nicht runter. Na gut. Ich sehe es jetzt. Ey, leben die Fische noch? Also ich glaube, die fliegen sich noch. Oh Gott, die armen Fische. Mal fettes Surfbrett. Guck mal, da ist auch noch mal einer. Stopp wieder. So. Auf Stufe 2. Mehr ist hier nicht. Das war's. Kommt von Lysop. Von Lysop noch eins kriegen. Okay. Oben ist auch nichts mehr. Gut. Dann laufen wir zurück zu Radios Haus. Können wir runterspringen? Warum nicht? Ach, komm schon. Ach man. So, weil es da den. Ach so, weil da noch ganz runter geht. Okay. Ich mag die Glühwürmchen hier teilweise überall. Warum man die tagsüber überhaupt sehen kann, aber vielleicht sind sie auch keine Glühwürmchen. War das nicht irgendwelche Feuerwürmchen oder irgendwas stand da anderes? Ich glaube, sowas ähnliches gibt es ja auch. Und die sind dann wahrscheinlich auch einfach tagsüber unterwegs. Und weg. Gut. Nehmen wir unsere Abkürzung und machen uns auch wieder auf dem Rückweg.
Oh. Okay, warte, genau.